Leute, ihr habt heute mal wieder eine richtige Entscheidung getroffen, nämlich ihr habt auf das Video geklickt. Und damit herzlich willkommen zurück bei LES. Ich bin euer Phil und wir haben heute wieder hochexklusiven Shit, Leute. Der Shit ist so exklusiv, das würde eigentlich auf YouTube, müsste das jetzt eigentlich weggestrikt werden. Es gibt einen neuen Stern am mittlerweile sehr, sehr weiten Nachthimmel der Vaporizer-Hersteller oder der Vaporizer-Marken, nämlich Norddampf. Norddampf ist eine Marke, die ich bis jetzt, also würde mich überraschen, wenn das von euch, wenn Norddampf schon mal von euch jemand gehört hat. Aber gemäß der Verpackungen legen die schon mal die Messlatte sehr, sehr hoch. Also bis auf jetzt den Grinder, die machen also auch Zubehör, können wir gleich zu. Aber die Verpackungen, wo jetzt die Vaporizer drin verpackt sind, beziehungsweise hier haben wir den Bubbler und auch den Bong-Adapter, die sind schon mal ziemlich hoch, ne? Also ziemlich krasser Shit, offensichtlich. Wir werden in diesem Video die Vaporizer von Norddampf testen. Norddampf hat einen Vaporizer bis jetzt rausgebracht, nämlich den Relikt. Und den haben wir hier in beiden Farben, in Deep Blue und einmal in Deep Black, glaube ich. Oder Ocean Blue und Deep Black. Oder vielleicht auch Dicke Eier Blue und, keine Ahnung, Penis Black oder so. Ne, wie hieß die Nummer? Verdammt. Deep Black und Nordic Blue, habe ich jetzt nicht gesagt, Leute. In den zwei Farben gibt es den Relikt von Norddampf und der Relikt von Norddampf hat eine sehr, sehr ausgefallene oder soll eine sehr, sehr ausgefallene und krasse Aufheiztechnologie haben, nämlich Dual oder genannt Dual Heating. Im Prinzip ist das, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich würde das als Konduktionsaufheizverfahren einstufen, wo die Heizkammer extra von den Seiten und von oben und von unten, weil oben macht ja keinen Sinn, da ist ja Mundstück, aber von unten separat aufgeheizt wird und wo dementsprechend eine viel, viel gleichmäßigere Verdampfung der innenliegenden Kräuter gegeben ist, Leute. Darüber hinaus soll der Relikt von Norddampf sich auch in Sachen Verdampfung dadurch auszeichnen, weil der eine ziemlich krasse Heizintelligenz wohl auch hat. Also wenn man zieht, dann merkt das die Sensorik und die Sensorik sagt dann dem Relikt, pass auf, mach mal gerade ein bisschen mehr Power, weil der Phil will gerade ordentlich Kräuter in seine Lunge haben und deswegen fahren wir ein bisschen die Power hoch. Und deshalb werden wir uns jetzt mal dem Ganzen annehmen und ihr könnt natürlich auch am Ende des Videos mal wieder was gewinnen. So, pass auf, wir packen mal den Deep Black Norddampf Relikt aus. Also hier nochmal zur Verpackung, sieht sehr, sehr edel aus. Ich hoffe, man kann sehen, das ist nochmal eingeschweißt, ja. So, pass auf, dann reißen wir hier mal das Eingeschweißte auf. Da kommt es schon off. Also verpackungstechnisch definitiv Premium-Shit. Hinten steht nochmal alles drauf, Key-Features, beziehungsweise einmal Deutsch, Englisch, Hauptmerkmale, unten Lieferumfang und so. Jo, ich mach das Ding mal auf. So, pass auf. Zack, ist der Deckel ab und innen ist das auch absolut edler Shit, Leute. Quasi wieder aufgeteilt. Links haben wir den Vaporizer drin in so einem Schaumstoff, in so einem Schaumstoffzeug in weiß. Diesmal weiß, nicht immer schwarz. Und rechts haben wir eben eine zusätzliche Box, wo wahrscheinlich der ganze Zubehör und so weiter drin ist. Lass uns erstmal kurz, bitte Leute, auf das Zubehör eingehen. Weil da ist nämlich eine Besonderheit dabei, wo man bei anderen Vaporizern oder Vaporizer-Marken nämlich extra zahlt. Wir haben hier Ersatzsiebe, allein das ist schon mal sympathisch und auch nicht selbstverständlich, Leute. Dann haben wir hier, ich habe keine Ahnung, einen Film zum Entwickeln, haben sie mir mitgeschickt. Was soll das sein? Das ist so ein Hygienemundstück einfach. So, kann man das jetzt hier draufstecken? Nee, kann man nicht. Kann man das austauschen? Ah, man kann es easy einfach Plug and Play austauschen. Dafür wird es sehr, 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 sehr safe sein. Und wenn man das nicht ganz genau weiß, dann guckt man einfach nochmal hinten auf die Verpackung drauf. Und hier steht nämlich drauf, Achtung, nur wenige Minuten später. 45 mm ein Aromaglasrohr. Aha, okay, das soll wohl nochmal irgendwie dafür da sein, um den Geschmack nochmal mehr an den Mann zu bringen. Also das hier ist also das Aromaglasrohr. Dann haben wir Ladekabel. Geladen wird der Norddampf Relikt über USB-C. Und dafür bitte mal ein Amen. Dankeschön. Übrigens ist das auch kein Billigkabel. Ich zeig das mal hier eben in die Sony rein. Das ist so ein, mit so ein Textilkabel irgendwie, ne? Also schon auch wieder edlerer Shit. Was haben wir dann noch dabei? Ganz klar, Reinigungsbürste und so einen kleinen Reinigungspin. Klar, kennt man. Oh, wir haben eine Visitenkarte dabei.
Das klingt jetzt blöd, aber das finde ich ein bisschen sympathisch. Dann ist dann dabei, was haben wir hier drin? Genau, darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen. Meine Fresse, ey, kommt natürlich jetzt als Letztes. Nämlich Dosierkapseln. Wir haben zwei Edelstahl-Dosierkapseln beim Norddampf dabei liegen. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Hersteller, da muss man die extra kaufen. Ne? Nur mal so nebenbei. So, und dann haben wir eine ganze Menge Klolektüre, glaube ich. Gebrauchsanweisung, ja, wissen wir. Ach, guck mal. Auch sehr sympathisch, ohne Scheiß. Das ist ein feuchtes Reinigungstuch, beziehungsweise zwei Stück davon. Ey, warum nicht? Ne? So, okay, so kostet für die nicht viel, aber ist mitgedacht. Also, finde ich, ist für mich sympathisch. Dann lasst uns mal jetzt endlich zur Tat schreiten und den Relikt an sich anschauen. Der ist hier schön schwarz, liegt sehr, sehr schön in der Hand. Der hat hier nochmal so Gripzonen, damit man damit ein bisschen Grip hat. Also da finde ich ja total geil. Allgemein von der Form, Leute, ist das fast ein Stift-Vaporizer, würde man ja sagen. Aber der passt so herrlich in der Hand. Ich habe jetzt nicht die größten Hände, aber mit Sicherheit auch nicht die kleinsten Hände. Und auch wenn er dann in der Hand liegt, kannst du hier, der hat eine 3-Tasten-Bedienung, kannst du die Tasten hier vorne hervorragend einfach mit Mittel- und Ringfinger oder Kleinfinger oder auch mit Zeigefinger geht auch noch bedienen. Also auch hier mitgedacht, Leute. Und jetzt habe ich mir natürlich schon hier unten richtig schön das schöne hochglanzschwarze OLED. Wir haben ein OLED-Display versaut. Verdammt, Junge, da muss ich mal eben. Ah, weißt du was? Guck mal, dafür sind die Feuchttücher. So, da kannst du nämlich das Ding richtig schön wieder auf Hochglanz bringen, nachdem du das ganze 1 Minute 38 Sekunden in der Hand gehalten hast, ey. Nochmal zurück zum Äußerlichen vom Gerät. Hier vorne ist das OLED-Display. Wir haben hier vorne die 3 Tasten. Unten haben wir eine Taste mit links, rechts. Oben wahrscheinlich den Anknopf, Powerknopf. Hier ist nochmal das Logo von Norddampf, welches ich, wie gesagt, echt schön finde. Relikt steht da drunter. Unten steht Norddampf nochmal drauf. Da steht noch was Kleines drauf. Where the clouds rise. Also übersetzt natürlich, wo das geklaute Reis ist. Ah, guck mal, die Dampfkammer. Geil. Du kannst, hier oben steht extra Unlock. Also wenn, boah, das fühlt sich geil an. Oh, das ist ein geiles Gefühl. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Verarbeitungstechnisch top, das Ding. Und hier haben wir die Dampfkammer. Wir haben eine sehr, sehr große Dampfkammer. Also sehr, sehr groß ist übertrieben, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass die ist nicht so tief. Also hier die Heizkammer ist auf jeden Fall gestauchter, also flacher, aber dafür einfach größer vom Durchmesser. Und das ist für mich definitiv die bessere Kombination als beispielsweise bei den Stift-Vaporizern, die eine sehr, 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 sehr tiefe, dafür schmale Heizkammer haben. So, jetzt lass uns mal eben das Gerät anwerfen. 5-mal draufdrücken, dann geht der an. Und was wir nämlich auch hier haben, oh, der heizt schon auf. Und guck mal, wie verflucht schnell der aufheizt, what the fuck. Alter, was? Wie schnell heizt der auf? Der soll sehr, sehr schnell aufheizen, der Norddampf, Relikt. Und da tut er auch. What the fuck, Junge, beruhig dich. Also der ist wirklich, das hat keine 20 Sekunden gedauert, von 0 auf 170 Grad. Ne? Also das war schon mal krass, genau. Also und wir haben jetzt hier unten eben einmal Pfeiltaste links, einmal Pfeiltaste rechts. Da stellen wir natürlich die Temperatur ein. Und wir haben hier den einen Ausknopf, ne? 1, 2, 3, 4, 5, geht er wahrscheinlich wieder aus, ganz genau. So geht er aus, 1, 2, 3, 4, 5 und da geht er wieder an. So, pass auf, lass mich mal eben hier die Unordnung ein bisschen beseitigen und dann wird das Ding getestet in der Praxis und dann gibt es für euch auch was zu gewinnen, Leute. Bis gleich. So, ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass wir schon gegrindetes Gut hier haben, denn Norddampf hat auch einen eigenen Grinder, den sie mir mitgeschickt haben, auch sehr nett. Hier ist das gute Stück. Und Junge. Oh. Guck mal. Das ist auch ein sehr, sehr geiles Design. Das ist ein extrem geiles Design, weil es nämlich nicht nur ein Design ist. Ich zeig dir nochmal hier eine kleine Sony. Weil es nämlich nicht nur ein Design ist, sondern weil es eben auch viel zur Haptik beiträgt und zum Grip, ne, dass man vernünftig grinden kann. Aber Leute, das Design ist absolut sick, fettes Kompliment, weil guck mal, wie sich das in dem Licht verhält. So, pass auf, dann werden wir direkt hingehen und die Dosierkapseln benutzen, wovon ich mittlerweile ein großer Fan geworden bin, alleine wegen der Reinigung, die einem dann erspart bleibt. Die hier sind aus Edelstahl, guckt euch die mal bitte an. Edle Dinger. Die glänzen wie meine Chrome Wheels auf mein Twingo, Alter, ehrlich. So, die Kapsel ist befüllt, so. Dann tut man die Dosierkapsel rein, ne, ganz easy, klar, kennt man, zack, Mundstück drauf. So, dann kann das Ding angemacht werden, 1, 2, 3, 4, 5. Der Norddampf Relikt hat Vibration,
Auch sehr geil. Wir fangen auf 190 an. Ich will mich mal langsam rantasten. So, da ist der Relikt auch schon auf Temperatur, Leute. 190 Grad. Ich habe ein bisschen Schiss davor, aber no risk, no fun. Das ist mein Motto. Let's go. Boah, Junge. Das war gerade Reizüberflutung für mich. Weil meine erste Reaktion war, scheiße, ich werde heute sterben. Der ballert heftig rein. Also ihr merkt sofort den großen Durchmesser von der Heizkammer und von dem Mundstück auch an. Boah, krass, du denkst, es wird zu warm, aber der hält die Hitze sehr gut. Also die Heiztechnik, die Heizintelligenz von dem Relikt scheint echt der Shit zu sein. Ich wechsle jetzt mal auf das Aroma-Mundstück, Leute. Mal gucken, wie der Unterschied ist. Also der Relikt ist jetzt schon definitiv einer der gefährlichsten Vaporizer, weil was bei dem Relikt absolut krank ist, Leute, und das würde ich fast schon als sein Aushängeschild betiteln, wirklich der Durchmesser. Ihr habt so einen heftigen Durchzug. Ihr merkt fast gar keinen Zugwiderstand beim Ziehen. Der ist für Fortgeschrittenere. Der Durchzug knallt dich komplett in eine andere Welt. Der hat einen Durchzug wie eine Bon. Also wenn dir der Durchzug hiervon nicht genügt, und wenn du vielleicht ein bisschen mehr Kühlung oder Filtration haben willst, dann gehst du an eine Bon dran. Mit dem Bon-Adapter, den es von Norddampf dann auch aus dem Zubehör gibt. Was der Norddampf Relikt dann auch noch hat, oder was es eben aus dem Zubehör gibt, ist ein Bubbler. Also wir haben ein Wasserfilter quasi. Und den möchte ich jetzt nochmal gleich live mit euch vor der Kamera testen. Aber erstmal muss ich noch einen Zug nehmen. Junge, der ist... Boah. Der ist so gefährlich. Also ich würde mich fast festlegen, das ist, glaube ich, der heftigste Durchzug unter allen Vaporizern, die ich bisher im Mund gehabt habe. Ne, ehrlich jetzt. Der Durchzug ist der Shit, Alter. So, warte mal. Ich werde mir jetzt mal eben hier... Alter. Den Bubbler auspacken. Da bin ich auch gespannt drauf, ey. So, sieht auch... also auch entsprechend hier nice Verpackung. Leute, ich kann euch jetzt nichts mehr garantieren in diesem Video. Ich weiß nicht, was hier jetzt fortlaufend passieren wird. Okay, nur damit das klar ist. So, schöne Verpackung. Kann man hier oben aufmachen. Wie die meisten Verpackungen. Und dann guckt euch das mal an. Sieht auch wieder edel aus, ne? Ich werde mal eben Wasser reinmachen. So, pass auf. Ja, jetzt die Frage, wie kommt er da drauf, ne? 8 fucking hours later. Ah, ich bin von falsch rum ausgegangen. Ich habe gedacht, hier unten wäre Mundstück. Aber du musst hier oben dran ziehen. Glaube ich. Könnte auch sein, dass das jetzt richtig dumm aussieht. Aber der hat auf jeden Fall auch Funktion. Weil, also so passt er halt nämlich hier rein. Also ich hoffe, so wird auch die Funktion gegeben sein. Ich würde sagen, Leute, wir finden das mal eben raus. Funktioniert. Jetzt verstehe ich auch deren Slogan, weißt du? Wer the Clouds reist, yo, jetzt verstehe ich, wer the Clouds am Reisen sind, ey. Junge, der knallt dich einfach wirklich völlig weg. Und ich würde sagen, also wirklich jetzt das Aushängeschild von dem Relikt ist der Durchzug. Also das Zugverhalten, so allgemein an dem Verdampfer, weißt du, so der Durchzug, die Durchzugstärke an sich, aber auch die Verdampfung so wieder, also das ist richtig fancy und Junge, es bangt. Es bangt aber richtig. Und so reiht sich der Relikt definitiv als einer der stärksten Vaporizer ein, die ich jemals testen durfte. Und dafür sind wir natürlich alle dankbar. Also funktionstechnisch ziemlich geil. Gucken wir unser Ding nochmal kurz optisch an. Dankeschön. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Gewinnspiel. Ja, Leute, ratet mal. Da war der Phil am Ende der Aufnahme nicht mehr so wirklich in der Lage. Warum auch immer, es hat wahrscheinlich am Wetter gelegen. Aber zum Gewinnspiel, Leute. Norddampf war so nett und so geil und hat für meine Community, für euch also, ein Vaporizer, also den Relikt von Norddampf, den der andere Typ da gerade in dem Video getestet hat, in Nordic
Blue für euch bereitgestellt, Leute. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist wie immer einfach eine E-Mail an gewinnspiel@luckyinstorm.com zu schicken. Schreibt da irgendwas Schönes rein. Bitte Norddampf in dem Betreff, ja, damit ich dazu hauen kann. Ansonsten müsst ihr halt nichts weiter reinschreiben. Ihr nehmt dann automatisch daran teil. In genau einer Woche, heute in einer Woche, wird das Gewinnspiel ausgelost und der Gewinnspiel oder der Gewinner wird per E-Mail dann benachrichtigt werden. Also haltet bitte euer Postfach im Auge. Ein frisch verpackter, verschweißter Norddampf Relic, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht released ist, Leute. So einen exklusiven Shit hat es hier, glaube ich, noch nie gegeben. Darüber hinaus, heute um 18 Uhr, also quasi jetzt bei Release des Videos, ist ja ungefähr 12 Uhr mittags. Um 18 Uhr gibt es eine Keynote von Norddampf. Also Keynote ist sowas wie eine Präsentation, eine Vorstellung, wo die dann über die Markteinführung reden werden und auch über die Preise, die ich jetzt zum Beispiel in dem Video noch gar nicht sagen konnte, weil ich das selber nicht wusste. Da gibt es dann alles weitere zum Norddampf Relic. Definitiv auch jetzt rückblickend, wo ich hier sitze, einer der heftigsten und bangermäßigsten Vaporizer, die ich so getestet habe. Der Durchzug ist Bombe, die Haptik, Verarbeitung, alles wirklich krass, verpackungstechnisch, zubehörtechnisch, mit den Verdampfungskapseln direkt dabei. Also ich kann euch nur raten, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Schaut euch die Keynote an, die Präsentation. Wie gesagt, da gibt es Informationen zur Markteinführung. Und ansonsten haltet euch Norddampf definitiv mal im Hinterkopf, falls ihr vielleicht mal irgendwie einen Vaporizer euch anschaffen wollt. Damit werde ich jetzt das Video von hier aus beenden, weil der Typ, den ihr gerade gesehen hat, der war auf gar keinen Fall mehr in dem Zustand, dass er noch irgendein Video beenden konnte. Und deshalb mache ich da jetzt mal fettes Dankeschön an euch natürlich mal wieder, dass ihr dabei gewesen seid. Denkt an das Gewinnspiel, aber auch darüber hinaus ein fettes Dankeschön an Norddampf dafür, dass ich quasi auf YouTube den Norddampf Relic ja exklusiv vor Marktstart präsentieren durfte. Das kommt nicht oft vor, das wird wahrscheinlich auch nie wieder oder nie so oft vorkommen. Also Leute, denkt ans Gewinnspiel. Also danke an euch, danke an Norddampf. Ich bin jetzt wieder raus, ich schneide das Video fertig und wir sehen uns definitiv weiter oder demnächst bei Lucky in Stone. Haut rein.